Bei mir ist der Stream aus. Oh ja. Die Übertragung wurde beendet. Da kommt er wieder. Er läuft gerade wieder an. Jetzt bist du wieder da. Hat Dobby wieder alles vor gemacht. Petzis. Kaum hast du ein Lami mit bei, geht der Stream aus. Da ist er, ja. Ja, er ist wieder da. Wurstgulasch, Nudeln und Gurkensalat. Jo, Lammschock hat seine Pauli-Punkte reingeschmissen. Yay. Ja, mehr habe ich nicht. Irgendwie streamt es zu selten. Ja. Oder ich arbeite einfach zu viel. Das könnte auch daran liegen. Das wird daran liegen. Also bei mir gab es heute Pommes und Chicken Nuggets. Krischi ist das, also. Die Stream-Serie von 3. Nighthawk hat seine Punkte auch raus hier. 56.000 hat er schon für den 12er rausgehauen. Nice, Nighthawk. Einen wunderschönen Lieber. Ich hoffe, alles fit im Schritt. Mein Sohn hatte heute ein Lamachun. Ein was? Das habe ich Lamachun. Das habe ich sogar schon mal gegessen. Was zur Hölle ist das denn? Das ist nicht so ein Döner. Das ist so eine Art türkische Pizza gerollt. Genau, ja, ein Lamachu. Türkische Pizza gerollt war das. Genau, schmeißt eure Pauli-Punkte rein, jetzt könnt ihr es ja nochmal machen. Und ich habe heute Reis gehabt. Okay, mit was? Hopp, kurz. Ja, alles gut. Das gibt eine Anzeige, gibt's hör der wie nein. Hackfleischsoße. Geh weg mit deiner Anzeige. Kommen wir denn da hin? Ich habe sogar 2 Teller geschafft. Wow, ganzen Teller. Musst du den Teller nachkaufen jetzt? Nein, den Teller habe ich da gelassen. Der war mir dann doch ein bisschen zu zäh. Oh, warte mal. Obi, wartest du ganz kurz hinter mir? Bin ja. Sofort. Kurz ist um. Di. So, ein Prösterchen noch mal. Ui. Dankeschön. Bitteschön. -2, -3 Grad war es heute. Aber nur draußen. Ja. Hallo, die Damen von der Grau-Oberbayern. Das war Markus, ne? Ja. Markus, grüß dich. Diesmal sprachlich. Hallo, Markus, sei grüßt. Ja. Hat dich dein Frauchen wieder mit den kalten Händen geschockt? Allein wieder? Nein. Es ist einfach die Kälte, die durch ein offenes Fenster reinkriecht. Boah. Ich musste heute Morgen Autokratzen bei -7 Grad. Es war minus und einer kriegen ganz viele Blümchen. Ganz kalt. Oh, danke. Dankeschön. Hast du Multikulti an? Nee, den habe ich tatsächlich heute nicht angemacht. Ich habe gar nicht den Multikulti-Stream. Also ist es so, das läuft immer. Wenn du den hast, könntest du ihn fast posten. Man braucht nur den Link. Warte mal ganz kurz, Opi. Ja. War ja auch wieder so eine spontane Geschichte hier heute, deswegen ist er, glaube ich, auch gar nicht an. Oh, und Freddy. Jetzt ist er an. Sambo, du gerade. Da ist der Multitwitch-Link. Danke, Herbie. Stell dir nicht so an, heute Mittag Junior von Kita geholt, bei -9 Grad. Wieso ändert Frau Hesse einfach mitten im Stream ihre Farbe? Will sie mich ja auch noch Kehre machen? Schätzelein, so nicht.
Schätzelein. Das hat Tanne Hanken immer gesagt. Dankeschön. Boah. Ich habe heute erst mitbekommen, dass Franz Beckenbauer ja gar nicht mehr da ist. Ja. Ja, habe ich heute in den Nachrichten unterwegs gehört. Ja, habe ich auch erst heute erfahren. So, hoppala. Und ich weiß es schon seit gestern. Habe ich gestern nicht mitbekommen. Ja, ich habe mir so ein bisschen die Berichterstattung angeguckt von den Landwirtschaftsprotesten, da von den Landwirtprotesten. Und ja. Da war dann gestern späten Nachmittag, frühen Abend die Meldung, dass Franz Beckenbauer gestorben ist. Mit 78. Mhm. Also ich habe gedacht, der wird bestimmt 200. Ja, da war ich ein bisschen überrascht heute Morgen. Ja, Lami hat die Lavalampen. Ja, klar. Die Lavalampen? Mhm. Die paar Lavalampen. Bei mir waren es minus 12, kriegt euch ab. Ganz klein. Bei der Bauchnabel. Hast du das beantragt, Frau Hesse, dass du es kannst? Ich glaube eher weniger. Ich mag halt nicht. Überhaupt nicht. Nee, kann ich auch nicht so leiden. Also von daher. Naja, ich hab's in der Zeitung gelesen von Krischi. Ich hab's erst in den Nachrichten gehört und konnte nicht glauben und musste tatsächlich eine Zeitung aufschlagen. Die arme Zeit. Ja. Aber ist nicht so schlimm, jetzt ist sie wieder schön kuschelig. Ja. Die Zeitung. Na klar. Ach klar. Ja klar. Gebügelt. Nein. Nur kuschelig. Mit Kuschelweich, Anja. Oh. Ja, Meister Propper. Jetzt geht's los. Fällt nur noch der Herr General, oder wie war das? Ja. General Bergfrühling? Oder Mr. Massel. Ich weiß nicht, wovon die reden, meine lieben Zuschauer, aber hört euch einfach an, macht euch eure eigene Meinung. Putzmittel. So wie die sich anhören, saufen die ihr Zeug. Ich nicht. Andere saufen Lack, die saufen... Riecht das nach Bergfrühling? Hast du schon mal einen Bergfrühling gerochen? Nein, habe ich noch nicht. Also ich schon, dank dieser Produkte. Ah! Ich muss nicht mal dafür in die Berge fahren. Mhm. Ja. So kann man auch Urlaub günstig machen. Ja. Und dann frische Was Berge faseln die da, Opi? Ich habe keine Ahnung, Krischi. Ich weiß es doch auch nicht. Ich will nur meine Verzweiflung nicht so auf den Preis geben. Einen guten Appetit gewünscht und lass es dir schmecken. Was haltet ihr denn davon mit der ganzen Twitch-Sache, dass man jetzt von denen eventuell auf verschiedenen Einstellungen gleichzeitig streamen kann? Oder besser gesagt, Twitch übernimmt die Einstellung mit OBS. Wer erzählt sowas? Musst du eigentlich mal nachgucken, was du als Brief bekommen hast. Es ist eine Beta-Testphase und dafür musst du dich erstmal anmelden. Ja, stimmt. Richtig, also über was reden wir hier? Hast du dich angemeldet? Nein. Okay. Ich wollte ein Gespräch aufbauen, aber anscheinend funktioniert das bei dir nicht. Mit dem Thema gerade nicht, weil das Thema ist, ich habe die Nachricht heute auch gelesen. Ja, es wäre natürlich schön, wenn es natürlich alles ein bisschen einfacher ist. Aber Opi, dein Stream, so wie meiner, ist, glaube ich, von der Qualität her ganz gut aufgestellt. Von daher, ob ich da überhaupt was ändern werde. Weiß ich gar nicht. Habt ihr eigentlich auch eure Medis genommen? Ja, Krischi, haben wir. Danke fürs Erinnern. Ja, heute Morgen. Nur dran geschnüffelt. Was? Braucht sich heute nicht. Langte heute. Braucht es keine Medis? Nein. Nee, ich brauchte heute nichts. Das ist gut. Und dann hast du auch kein Aua. Nee, heute geht's gut. Aber was hört man ihr schon an der Stimme an heute? Dass es ihr heute deutlich besser geht.
Das ist Lami, das ist Yeti, nicht Anja. Ja, weiß ich. Ach so. Das weiß ich doch. Das hörst du trotzdem an der Stimme. Weil Samstag hast du da so ein bisschen, nicht böse gemeint jetzt, aber so ein kleines Mimimi gehört. Da war sie einfach nur platt. Weil sie Schmerzen hatte. Das hast du in der Stimme, das hörst du. Kaffee! Aber da sagt er was. Erstmal bei der Bahn rausfahren und kann Kaffee holen. Und erfreut uns. Sie gibt uns Schwung und Kaffee. Obi, kein Kaffee mehr. Autsch, nicht gut. Komplett unter Stressfaktor hier. Weil der Lami mich die ganze Zeit jagt. Ach nee, ich fahre ja hinter Lami her. Entschuldigung. Du jagst mich. Ja, genau. Ich bin hier völlig stressbefreit bei dem Game. Ja, ne? Ja. Perfekte Game zum Streamen. Jede Menge Zeit, mit dem Chat zu reden. Guten Abend alle zusammen von Nicole. Nicole, dir auch einen schönen guten Abend gewünscht. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Aber es könnte dafür ein bisschen mehr los sein im Chat. Ja, das kommt darauf an, wer da ist. Ja. Ich bin da. Du bist nicht im Chat, du Ei. Schönen guten Abend, Nicole. Hallo. Lobi auf der Jagd nach Grillfleisch von Keks. Keks, bleiben Sie ruhig. So, ich gehe erstmal Kaffee holen. Bis gleich. Jo, mach da bis gleich. Bis gleich. So, drehen wir den Spieß gleich mal um, dann stehen wir gleich hinter Opi. Dann hupen wir ihn erstmal an. Ja, kann ja gar nicht sein. Okay. Aber ich werde mich jetzt nachher auch erstmal abstellen und dann werde ich mal in die Küche gehen und mal eine Runde Jäger und Sammler spielen. Ach, du weißt noch gar nicht, was es heute über die Leckeres gibt? Nee, da muss ich erstmal den Kühlschrank befragen, was noch da ist. Okay. Das mache ich auch oft genug. Oh, ich krieg die. Wenn man dieses VCA benutzt, muss man da irgendwie bestimmte Koordinaten machen, oder? Ja. Muss da einstellen. Muss man einstellen? Für jedes Feld separat? Größtenteils. Ja, aber für die Felder jetzt, die wir haben, ist es alles 90 Grad, was wir haben. Ja, gut. Nicht und für den Grad. Yeti. Aber das ist bei dir, würde das jetzt zum Anfang, würde es eher, wenn du alleine fährst, besser gehen. Weil du musst, wenn du zu dritt fährst, musst nämlich die anderen beiden müssen da nämlich richtig einstellen, dass du nämlich gleichmäßig fahren kannst. Und das ist für dich jetzt als Neuling ein bisschen schwer. Ich fahre lieber noch freihändig. Deswegen fahren wir ja im Kreis. Sehr gut, das kann ich. Das kann ich mittlerweile schon so ein bisschen. Bratwurst, Frau Hesse, es gab tatsächlich Samstagabend, bin ich noch losgefahren in den Supermarkt und habe noch, also die Auswahl muss ich ja erstmal sagen, ne? Schlachter geschlossen, war ja zu erwarten. Und das Bratwurstangebot war eine kleine Packung und die dicken großen. Ja, ja, aber guten Abend in die Runde geworfen von Jabba. Jabba. Und Nicole, Dankeschön, ja, mir geht das gut. Guten Abend, Rami und Lami. Hallo. Guten Abend, Thorsten und Anja. Danke. Guten Abend. Und gestern, Nicole, grüß dich. War ich noch im anderen Supermarkt und habe gestern noch eine dünnere Bratwurst gehabt. Und die haben wir uns gestern noch reingezogen. Also ich habe jetzt zweimal Bratwurst seit Samstag gehabt. Sehr lecker. Oh, einen guten Abend an Opi, Lami, Anja, Thorsten und Rami von Tina. Hallo, Tina. Dir auch einen schönen Abend gewünscht. Das schönen guten Abend, Tina. Hallo, Jabba. Es gab endlich meine geliebte Bratwurst. Und ich habe auch Lakritz nachgefüllt. Also ich bin wieder eigentlich am Start. Woher wusste ich, dass du auch Lakritz nachgefüllt hast, hä? Witzigerweise, ich habe Samstag tatsächlich vergessen. Fiel mir erst Sonntag ein. Mist, habe ich vergessen. Bin Sonntag natürlich nicht wieder los. Die haben wir dann heute mitgenommen. Ah, ja. Reicht ja auch. Meine geliebte Frau hat dran gedacht, so, ey, die sind doch alle, du wolltest doch unbedingt welche haben. Ich dachte, ja. Und dann haben wir sie mitgenommen.
Und ich habe noch nicht einen gegessen heute, ne? Oh. Na ja. Du aber, wird Zeit. Trefliche Vernachlässigung. Oder so. Aber sowas von. Für meine Figur, ne? Ja, ist klar. Ich bin darauf welche Figur? Geht. Der Alabasterkörper. Der kleine Adonis. Lami! Bastler! Wieder da! Bibi! Danke! Bitte! Guten Abend, Jabba, dir auch einen schönen guten Abend gewünscht. Da kann man auch mal ein super Schnäppchen mitmachen, ne? Und Tina, dir auch einen wunderschönen guten Abend gewünscht. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Und Jabba, ich hoffe, dir geht's auch gut. Aber ich bin ja nicht so der Schoki-Fan, also ernsthaft. Ich habe so viele... Entschuldigung, Thorsten. Ich habe so viele Weihnachtsschokolade hier noch. Boah. Ich sag schon immer, jedes Jahr kommt Leute, bitte keine Süßigkeiten. Es ist einfach too much. Schokolade, hör zu mir, solange es nicht weiß ist. Alles weiße Schokolade. Oh. Jetzt ganz in Ruhe. Schoki, eine basteln. Bambina? Was ist Bambina? Kenne ich noch gar nicht. Schokoriegel? Mag Didi, ich nicht Didi, Didi, Didi. Schokoriegel, sondern nur die kleinen Celebration, ne? Ja, Schokolade und Lami, das sind auch so zwei Welten. Hab auch nur eine Tüte geholt. 5 Kilo Inhalt. Was ist denn mit dem Torten los? Keine Ahnung, der ist aus der Bahn rausgefahren und steht da jetzt. So, und ich nehme euch jetzt mal mit. Wohin? Oh, in die Küche. In die nur. Küche. Ah, gut. Weil ich krieg so leicht ein Hüngerchen. Das ist akzeptabel. Habe ich noch nie gesehen. Am Gurina. Ich tatsächlich zum Bambina-Schokolade, die ist lecker. Ja, ich gab schon zu DDR-Zeiten. Ich lese gerade, ehemals aus dem Osten, ja. Werbung. Ja, bleiben Sie dran und unterstützen Sie mich. Ende? Jetzt schon? Yes. Nee, so eine Obsthütte voll. Ja, eine Obsthütte kann 5 Kilo voll sein. Also von daher. Da geht schon was rein. So. War nur ein Spot. Oh. Ja, ja, nee, doch, doch. Wie witzig, bei mir steht, Werbung läuft immer noch. Keine Ahnung, was Twitch da schon wieder macht. Habe ich aber schon bei mehreren gelesen, dass die arge Probleme mit der Werbung haben. Du hast arge Probleme mit deinem Mikro, du musst deinen Kopf mal da lassen, wo er hingehört. Nein, das ja. Machst du dann. Nein, man hört mich die ganze Zeit. Mal laut, mal leise. Ja. Nein. Ja. Nein. Nein, ihr seid nur taub. Siehst du? Wenn der Herr den Kopf dauernd hin und her bewegt, von links nach rechts, dann hört man auch verschieden laut. Ja, ist auch richtig so. Dafür ist es ja da. Ah ja. Sollte auch gleichmäßig verstehen sein. Danke dir, der Ding ins Face. Nein! Niemals! 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 Tack, tack. Guten Abend zusammen. Hab Feierabend. Oh, mich genug geärgert. Lami, was los? Falsches Spiel oder was ist? Von Omi. Omi, grüß dich. Hallo. Hallo, Omi. Ja, hallo. Ja, ist so. Ich hallo, bin, Omi. Bin falsch abgebogen, Silvi. Einfach nur falsch abgebogen. Sorry. Ich hab den Heimweg nicht mehr gefunden. Aua, aua, aua. Aber das habe ich bei einigen auch, Bastler. Also das ist in letzter Zeit arg wild. Opi, Moin. Merkst du was? Um Ausreden nicht verlegen. Moin Tina und Omi von Bumi. Guten Abend, Omi von Nicole. Omi hat endlich Feierabend. Ja. Selten, Moin, dass Bumi ich von wirklich Tina. Sprachlos bin. Also das ist wirklich sehr, sehr selten. Aber auch das kommt bei mir mal vor. Also ich habe das tatsächlich eher so seit Ende Dezember bei mir, ja.
Oder dass sie sich denn einfach mal aufhängen. Wer hängt sich auf? Die Streams, die du guckst. Ach so, ja, also, ja. Des Öfteren. Streams einfach mal aufhängen. Oder oh, was am Marsch! Da schreibt auch gut. Gerade, dass er Kringel hat. Ja. Holger, grüß dich. Guten Abend zusammen vom Holger. Holger, dir auch einen wunderschönen guten Abend gewünscht. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Hi Tina Holgi. Von Herbie. Moin Holgi. Holger. Dann fahren wir mal raus und gemütlichen Wassermarsch machen. Und Kaffee hinterher. Ja, so was von. Was hast du denn schon wieder in der Schnüss? Obi, du standst doch eben schon die ganze Zeit. Jetzt schon wieder Wassermarsch? Du bist so faul. Ich bin das Opi. Ach so. Das faule Opi. Nein, fauli Opi. Ja, slow, mein Jung, slow. Und Lami, du bist der Lehrling. Also Klappe. Klappe, Prost. Genau. Zum Wohl, Opi. Der Thorsten Wohl, fährt auch. Wohl. Thorsten fährt eine halbe Bahn und haut ab. Er ist es schon wieder. Ah, ja, ja. Da. Na, was am Arsch? Prost. Zum Wohl. Zum Wohl. Prost. Ich hatte heute schon eine Tasse Schoko-Cappuccino. Reicht erstmal. Wow. Ja, gar nicht schlecht. Sowohl, ja. Danke, Bumi. Ich hab einen Lakritz-Hering. Du bist ein Fresssack. Lakritz-Hering? Ja, kannst du behalten. Kaffee anholen. Ganz recht, Bastler. Ist, war ich nicht, verschweigender. Ist ein Problem derzeit. Definitiv. Ich nehme den Hering, Lakritz kannst du behalten. Wer weiß, vielleicht gehe ich dies hier mal wieder Hering angeln. Ja. In den letzten Jahren habe ich ja keine Zeit gehabt, aber ich glaube. Und der Lehrling arbeitet wieder nicht ordentlich, wie typisch. Das war Opi letzte Bahn. Ich habe es gesehen, bin hinterher gefahren. Was? Wir brauchen öfter Wasser. Dann bitte geräuchert. Hering geräuchert? Nein. Hering musst du lecker Brathering machen. Mit deinem Bratkartoffeln dazu. Schön knusprig. Es ist gut, dass ich hinter Lami fahre. Mhm. Thorsten, Klappe. Mach ich das und so. Brauchst du mir nicht sagen. Die Klappe hält er sowieso, ja. Klappe, er heißt nicht umsonst Thorsten, der Stumme. Ah. Das wird sich alles ändern. Ja, der Thorsten kriegt einen Roman vor die Schnauze gelegt und soll alles vorlesen. Wenn ich das aber vor der Schnauze habe, wird es schwierig zum Lesen. Oh. Meine Augen sind weiter höher. Ja, ein bisschen was Fantasie muss schon mitbringen. Das jetzt so Opi, was ist denn das? Was? Na, Fantasie. Ja, guck dir Lami an, dann brauchst du auch viel Fantasie. Fantasie ist das Gegenteil von Fantasie. Danke, Anja, das lag mir auch gerade auf. Einfrieren, kleine Portionen machen und immer wieder rausholen. Was, die Fantasie? Entschuldigung, ich rede gerade nicht mit euch, ich ignoriere euch. Ist es euch noch gar nicht aufgefallen? Nein. Er versucht eine Kommunikation mit seinem Chat zu machen, nur wir kriegen das nicht mit, weil er die Allüre hat, nichts vorzulesen, sondern nur sich das selbst durchzulesen und zu antworten. Okay. Der Lami macht wieder sein eigenes Ding. Oh mein geil. Gott. Geil. Er ist so überfordert mit dem Spiel, der arme Kerl. Der Lami. Jedes Mal. Ich sehe, dass du mich eingefroren schickst. Heul doch, Opa. Es ist nun mal so im Leben. Nein, Opi ist dann immer überfordert, weil er dann plötzlich zwei Chats lesen muss. Das ist nichts für alte Leute.
Ja, vor allen Dingen auch nichts für deine Zuschauer, die nebenbei spielen und dann gar nicht mehr mitkriegen, was los ist. Und, ne? Der Lami, warum was für ein Mimose vom Bumi. Was? Komm du mir mal auf den Meter ran hier, Bumi. Didi, 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 didi. Ein rühr mich nicht an. Das Gute ist, ich weiß ja, auf welcher Insel er wohnt, weißt du? Die ist nicht groß. Ich finde ihn schon. Den wirst du finden, ja. Den finde ich schon. Gerne. Hm, Bovias? Ich war schon öfter bei ihm. Soll man jetzt so auf die Kacke hauen? Siehst du, Opi? Hörst du? Sollst man nicht so auf die Kacke hauen? Ich hau nie auf die Kacke. Seit wann mache ich denn so was? Du bist immer, das machst du immer. Abgehoben. Was? Was? Nee. Was? Und der Murat hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön für den Daumen und dir einen schönen guten Abend gewünscht. Hoffe, dir geht's auch gut. Guten Abend. Jo. Jo. Ich lieg schön eingemummelt im Bettchen und schau auch zu. Frau Hösse, machst du schon Eierbub? Der ist ja bald deine Zeit, ne? Ja, ist so, wenn man früh nachts in die Backstube geht. Opi hat schon abgesagt. Ja. Was? Wie, Opi hat schon abgesagt? Weiß ich auch nicht, warum der Bumi das geschrieben hat. Ja. Auf die Insel fahren. Naja, genau, auf die Insel fahren. Das haben wir schon abgesagt. Und die Omi gefällt, der Omi gefällt das Stream. Und der Twitch-Link, der Multi-Twitch-Link. Dankeschön, Herbie. Dankeschön, Herbie. Map, map. Mhm. Opi, der Lami kann auch mit dem Stummen mithalten, da bist du nicht der Einzige von Nighthawk. Bitte was? Hä? Nighthawk, dir auch einen schönen guten Abend gewünscht. Ich hoffe, dass es dir auch gut geht. Und den Discord-Link, danke. Nighthawk ist derselbe, der Stumme. Nighthawk mit mir? Nee, das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Also, Thorsten labert mehr als ich. Genau, Lami ist schlimmer. Schönen guten Abend, Lami, Nighthawk. Sattes, wann wieder? Opi, Sattes, wann wieder? Lami, Opi, Sattes, wann wieder? Frag mal Lami. Ich hab keine festen Zeiten. Lami hat feste Zeiten. Also kann ich mich in dem Fall nur daran richten, was Lami an Zeiten raushaut. Ich sag jetzt mal Donnerstag. Donnerstag? Sagst du Donnerstag. So oder darf ich mir das auch schreiben? Das war so eine Sage und Frage. Ja, Frage, ja. Sage, okay, weiß ich nicht. Dann schreib auf. Donnerstag, wie viel Uhr? Wenn ich zu Hause bin. Ja, klasse, wenn ich zu Hause bin, du Schädelkopf. Ja, woher soll ich denn das wissen, du Pfeife? Das weißt du selber, dass ich mich erstmal, ne, dass ich das alles einspielen muss. Donnerstag, Fragezeichen. Also, ich kann dir sagen, Donnerstag Vormittag nicht, Donnerstag Mittag nicht, eher Donnerstagabend. Ja, das habe ich mir gedacht, weil du tagsüber arbeitest. Die Insel ist so teuer und man kann nicht so viel machen. Aber das Klima ist gut. Das Klima ist prima. Prima Klima. Also hier hinten ist alles gecleanert. Das reicht dem Opi nicht. Ah, wo kommst du denn her? Hoppala. Auf dem Feld, wo sagt ihr? Hallo. 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 Mein Tracker war so schön sauber. Ja, und hat so gefunkelt und jetzt ist alles schmutzig. Oh. Gibt es hier keinen mobilen Kärcher? Nein. Nein. Dass einer mit dem Kärcher die ganze Zeit neben mir herfährt? Nein. Gibt's nicht. Wie viel Scheinbrot möchtest du? Zwei. Gar keine. Ich bleib los. Ich mach nachher Pommes. Ui. Du kriegst schon wieder Pommes? Wieso schon wieder? Nein, ich mach mir. Achso. Irgendwie habe ich das Gefühl, er macht sich immer Pommes. Quatschkopf. Ah, schon wieder.
So, erstmal hier die Punkte reinhauen. Tschüss. Danke, danke. Tschüss. Bitteschön. Ja, ich will ja haben, dass du endlich mal streamst. Du machst ja sonst nichts. Okay, was? Notiert muss man ein bisschen, wer dir aber schaut. Ich habe nichts gemacht, Bastler. Ich habe nichts gemacht. Ich will eine Duracell bauen für meinen Energiespeicher. Hat tatsächlich schon jemand gebaut, ne? Aus Kartoffeln? Ja, klar, das. Hatte ich auch zum Abendessen gehabt und dazu gab es einen Cheeseburger. Nein, bei mir wird es da, dazu Fisch geben. Was? Wer hat sich einen Burger geschossen? Tina. Und danke, Uppi, und danke, Bastler, für die Punkte für die nächsten 12er. Dankeschön! Immer rin damit! Haut raus die Punkte! Was soll der Geiz? Nicht aus Möhren? Nein, die haben Öhren, da habe ich Angst vor. Bitte was? Ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Ja, musst du auch nicht, Lami, musst du auch nicht. Herbie hat geschrieben, nicht aus Möhren. Da habe ich gesagt, nee, die haben Öhren, da habe ich Angst vor. Okay, ich, das verstehe ich. Wer kennt das nicht, Karottenphobie und so? Du kannst mich mal eine Rotte? Ja. Auf jeden Darf Fall. Nicht mehr spenden. Ne, 2K ist leider Max. So. Ablase. Weiter vorne. Blase, Hase. Nix, Blase. Treckerfahren! Also, das mit der Tastaturlenkung ist arg ab und zu, ne? Dann nimm doch den Controller. Anja Klappe. Warum? Warum? Weil er irgend so ein Schrottcontroller, Sprachenlernbubble. Schrottcontroller besitzt, der nicht erkannt wird. Nee, wahrscheinlich. Das eher weniger, aber wahrscheinlich zu alt. Weil ich so ein Gerät nie benutze. Dann wird es Zeit für einen neuen. Und wir fahren alle eigentlich auf demselben Controller. Die Anja, der Thorsten, Rami, ich, Omi. Hey, könnt ihr euch nicht jeder einen eigenen kaufen? Nein, wir teilen gerne. Bäh, diese Keime. Wir sammeln die auch immer ab, du mit der Zunge so. Mein. Und der nächste popelt dann in der Nase und schmiert die da dran und sowas, so als Geschenk. Dieser Pelz gerade auf dem Rücken, so. Oder Chips, Fettfinger. Ja, doch, da kommt Freude auf. Gell, Thorsten? Nein, Salzstangen. Also kein genau Fett. Genau so stimmt. Nein, das ist nur Salz. Ja, Bananen nicht gerotten, die gleiten besser. Kommt drauf an, wie sehr du die. Oh, ich hab ein bisschen. Ah. Was ist los? Entschuldigung. Dann üben wir nochmal, ne? Ich. Gekleckert. Warte mal, das ist jetzt schon wieder hier die Marlboro-Fabrik. Da war ich doch letztens erst und hab hier. Abgeerntet. Gemäht. Gedrescht. Ja, da hast du gedroschen. Kapsuntergold. Per Hand. Klar, mit der Sense. Mit was sonst? Na klar. Ich dachte schon mit der Pinzette. Ja, mit der Pinzette. Eher mit der Pinzette. Ich bin mit der Pinzette. Ja, bitte. War ich auch nicht. Foto, Discord. Oha. Musst du nämlich nacharbeiten. Lami hat nicht auch gearbeitet. Oh, das sieht gut aus. Oh, Mann. Oh, ja. Irgendwas ist ja immer. Rami? Ja? Nur für dich. Arsch. Ich hab dich nicht verstanden, Rami. Ich sagte gerade, ich dachte, ich hab einen. Da sitze ich gerade drauf. Achso. Wer ist denn hier am Chips essen? Salzstangen sind da, glaube ich. Ja, der Thorsten. Ich habe Salzstangen, aber ich habe auch irgendwas gehört mit
Chips. Das war, glaube ich, nur so Geräuschgemache. Nein. Nee, das hört sich an. Guck mal in Discord, dann weißt du, was ich für Brot zum Ach ja, stimmt. Knecke-Knacks-Kning. Guten Appetit. Kann ich leider nicht sehen. Dieses trockene, staubige Zeug. Das trocken, staubige Zeug. Ja. Naja, wenn man es lange offen stehen hat, ist es nicht mehr so trocken und staubig. Bastler, er hat ein Lenkrad. Matschig. Tatsächlich habe ich eine LG oben auf dem Dach rumstehen. Ich habe bloß gerade keinen Platz hier an dem Platz, wo ich bin. Von daher hole ich es auch gerade nicht runter. Das Lenkrad. Ja, was denn sonst? Michael. Hallo, Michael. Beachte mich. Da lacht er sich kaputt. Die creepy Stimme da. Vor 2 Jahren? Nein, so lange bin ich ja noch gar nicht hier, Frau Hesse. Vor ein Jahr und neun Monaten vielleicht. Dass du verbessert hast. Ehrlich halt. Namen zusammen. Hi, Süßer. Hallo, Hasi. Oh, Feuer. Was denn? Nehmt euch ein Zimmer. Haben wir. Haben wir schon lange genommen. Meine Reifen sind ganz weiß. Oh. Bezahlt mir keiner, diese Kalkflecken wieder wegzubekommen. Tja, vor allen Dingen hast du jetzt das Problem, wenn du nicht lieb bist zum Thorsten, ne? Und du lässt ihn mal irgendwann stehen oder so, ne? Dann musst du den ganzen Mist selber sauber machen. Was? Das Eingetrocknete alles selber wegmachen? Thorsten. Mit Wischlappen und Zahnbürste. Wozu haben wir hier eigentlich Mädels auf dem Bauernhof? Hey, was machen die? Außer hier Knäckebrot. Oh, du versaust dir gerade alles. Oh Gott, Lami. Ja, das kann ich gut. Hey, Opi, flirten kann ich. Was war das jetzt gerade? Du flirtest gerade mit Panzerabwehrwaffen, ist dir klar, ne? Oh ja, ich kenne das Problem. Hey, aber auch so komm mal durch. Trecker fahren. Ja, falsche Antwort. Die Wäsche hängt immer noch auf der Wäschespindel, habe ich gesehen. Die müsste dann langsam abgeholt werden. Und... Okay, Michael, ich halte ja schon die Klappe. Danke. Wenn es dich stört, mach selbst. Ich sag immer, wozu habe ich denn geheiratet? Aua, noch so ein Tiefschlag. Lami, dünnes Eis, sehr dünnes. Oh, da kriege ich instant noch eine. Sag mal, was ist denn heute mit diesem Ond los? Der macht die Alerts doppelt. Das ist schon das zweite Mal, dass der Alert doppelt gelaufen ist. Vorhin der Blitz, jetzt die Smoke. Los arbeiten und das Eis ist drin. Hey! Welches Eis? Wassereis. Das Wassereis ist drin. Das ist immer diese dünne Verpackung. Kennst du das nicht? Ich weiß, da fällt mir gerade ein, Wasser. Ich glaube, vor 2 Jahren oder so, ich weiß es nicht, vor 2 oder 3 oder irgendwie sowas. Da habe ich so eine Wassereissucht gehabt. Wir haben den ganzen Gefrierschrank voller Wassereis gehabt. Das habe ich eher so mit diesen Quetschtüten, die es in Orange- und Cola-Geschmack gibt. Ja, diese dünnen Tüten. Ja, diese, ja, genau. Ja, das Wassereis. Eine gute Nacht von Michael an Anja. Anja, gute Nacht. Michael, stell dich hinten an. Jetzt lesen alle schon deinen Chat, weil du nichts mehr auf die Kette kriegst. Was?
Nee, ich habe nur einen Stream offen. Ich bin völlig irritiert, dass hier die Smoke jetzt eben auch schon zweimal gekommen ist. Also irgendwas. Ich kann dir dazu nichts sagen, bei mir ist nichts passiert. Also der Blitz zweimal, die Smoke zweimal. Merkwürdiger Kram heute. Ja, wahrscheinlich hast du einen Kobold. Ja, er hat einen Kobold im Kopf und sucht verzweifelt den Ausgang. Den Jagertee darf ich hier nicht mehr anbieten. Die Cam. Ach komm schon, Michael. Hasi. Hat das nicht mal kurz einer angesteckt? Tischi? Ja, Besuch? Was? Wer hat Besuch? Wer soll was buchen? Ja, der Kobold Vorschlag ist gut. Essen, was gibt's denn heute zu essen bei dir, ja, Michael? So. Danke dir für 100 Bidis, mein Lieber. Vielen Dank. Also bei den Essgeräuschen, ne, könnte ich ja glatt schon wieder Hunger kriegen. Wie wär's denn mit Bratwurst? Ja, Michael sagt Salat. Klar. Salat. Michael kommt nach hinten. Ach so. Michael kommt nach hinten. Ja, dann setz schon mal Kaffee auf. Bin kein Nickel. Hast du Ernährung umgestellt? Also jetzt von links nach rechts. Michael, er wollte was zu essen und nicht die Beilage. Das ist doch die Deko, oder nicht? Ja klar, die Deko zum Fleisch. Also ganz ehrlich, also ich esse auch gerne mal einen Salat, einfach nur so. Ich auch. Aber so, da muss immer French Dressing drauf. Und das ist das, was richtig Kalorien hat, ne? Der Dressing. Mhm. Das andere ist ja noch Rohkost, weißt du? Das kommt ja dann wieder gefühlt ganz raus. So wie der Mais. Was? Nix. Rohkost mit Möhren, wa? Kaffee ist fertig. Gut. Was? Aber einmal darf man kein Nickel mit rein? Was? Kommt auf den Salat drauf an. Oh. Fleischsalat, Eiersalat, Kartoffelsalat. Die Sachen gehen natürlich auch supi durch, ne? Nudelsalat. Mit Fleischwurst. Ja. Mit ganz viel Nudelsalat. Ja, ich stehe auf Nudelsalat. Ja, bei dir kommen ja Scampis mit rein. Jein. Scampis und Lachs. Ich nehme den Fleischsalat. Das ist dann aber ein Nudelsahne Salat. Hört sich an wie ein Nudelsahne Lachsfilet und. Ja, ist sehr, 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 sehr lecker, wenn halt nicht das Zeug nicht so schweineteuer wäre. Ja, das ist richtig. Deswegen machen wir das auch nur zu dann, wenn wir beide richtig Lust drauf haben. Ansonsten, nee, nein, nein. Ich darf auch nirgends mal draufstehen. Bis gleich. Grüß schön. Bis gleich. Halbe Stunde später. Erstmal schön einen abseilen. Eiersalat und Rote dabei. Oh, die Rote geht auch so, Frau Hesse. Ich weiß ja mittlerweile, was die Rote ist, die leckere Wurst. Was, Blutwurst? Nee. Nein, bei denen heißt es eine Salami, die rote. Kannst du braten. Hat er doch letztes Mal im Stream erklärt. Hallo, hört ihr eigentlich nicht zu? Die waren anwesend, aber nicht da. Ja, ja. Du weißt doch, weißt du, einige Leute, da siehst du, dass das Licht an ist, aber es ist keiner zu Hause. Aha. Ja, Lami. Gut. Können wir mal einer das Licht ausmachen? Matthias mit roter Beete. Rote Beete geht auch durch, ne? Ich hätte auch mal wieder Bock auf ein richtig geiles Hamburger Lapskaus. Sieht zwar aus wie ein Verkehrsunfall, aber schmecken tut das. Mattes ist gut, aber nicht die rote Beete. Rote Beete ist super Gemüse. Das rotes Gemüse. Oh! Zuhören, was das? Das, was du gerade machst. Oh. Ja, Lami schon mal aus dem Rennen. Ja, ich wurde gerade gebremst. Danke, Michael, für die Bremse.
Aber so ein Lapskaus mit roter Beete? Geil, und ein Spiegelei. Aber, Opi. Ja, bitte. Es gibt, glaube ich, derzeit nicht einen einzigen Stream, wo wir nicht irgendwann aufs Thema Essen kommen, ne? Nein, das ist genauso wie bei mir im Discord. Das ist ein Presscord. Bei dir ja. Also wirklich, was das angeht. Moment, was hat Opi eben gesagt? Keine Ahnung. Frag mal jemanden, der sich das merken kann. Lecker rote Beete. Ja, mag ich auch total das gerne. Wird schwierig. Ja, bei uns wird das schwierig, ne? Rote Beete. Kannst mich mit jagen. Ha! Ja, gut. Tiefgefrorener Hering mit roter Beete, ich verstehe. Ich weiß nicht. Ich hab nicht zugehört. Das ist vollkommen in Ordnung. Das mache ich auch den ganzen Tag. Heute schon genasst. Ah, scheiße, den wollte ich noch rausnehmen. Nein. Der hat die Kamera nicht an, das bringt es ja nicht. Dann lasse ich sie aus, den rauche ich immer noch. Na ja, da kann er es nicht beweisen, dass er es gemacht hat. Dann geht Postwetten zurück. ich muss mal ganz kurz. Ist jemand hinter mir? Wieso ist eigentlich keiner hinter mir? Hinter wem fahre ich eigentlich her? Opi, bist du das da vorne? Ja, ich glaube wohl. Sind wir die Einzigen, die hier arbeiten? Ah ne, da hinten fährt noch ein Stummer. Hinter Opi. Ja, ich bin hinter Opi. Na, ich fahr dir hinterher. Na, einer muss ja hier die Bahn ordentlich machen, wenn ich das nicht hinkriege. Ne? Eben. Ja, ist so. Wenn der Lehrling nicht ordentlich arbeitet. Tja. Geldabzug. Ich werde ja hier auch nicht ordentlich bezahlt, also muss ich auch nicht ordentlich arbeiten, oder wie war das? Ich mach da, mir nachher Pommes. Ja, ja, die ja. Hatte ich heute schon schön mit Tomatenketchup. Oh. Und dazu Chicken Nuggets. Also ich glaube, ich habe heute wieder Kalorien reingeballert. Oh, wir haben schon Gratiszeit. Wow. Gratiszeit. Nein. 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 Michael, nein. Nein. Für deine Arbeit müsstest du eher zahlen. Bitte was? Kannst auch mit Kim. Ich mach's trotzdem nicht. Das ist eine Sache, die werde ich nie ändern. Jetzt weiß ich auch, warum der Thorsten uns hier auf die Arbeit gesetzt hat. Warum? Weil das eine grottige Arbeit ist. Wieso? Das Weiß muss weg. Das Weiß muss weg. Du hast gefragt. Ich habe nur geantwortet. Und du Eine hast Schuld. Ja gesagt. Das habe ich auch gedacht, Michael. Ich war nur zu voll zu gucken, was es sonst an Arbeiten gibt. Bis es mir Weihnachten nicht ganz so gut ging. Ich hatte ja dieses E-Dings da Bumster und davon ist mir so schlecht geworden. So, und dann habe ich irgendwie angefangen so mit 1, 2 am Tag und dann, ja. Ja, hey. Es ist so, wie es ist. Das können wir immer noch nachholen. Dass es ganz aufhört. Verbucht und dann wird verschoben. Aber auch nicht weniger. Nö, gerade absolut nein. Nö. Ich akzeptiere es gerade, weil so viele Sachen bei mir im Leben gerade neu sind durch diesen neuen Arbeitsjob. Durch diesen neuen Job, dass ich da so sagte, komm, das verschieben wir auf später. Erstmal die anderen Sachen auf die Reihe kriegen. Erstmal wieder zur Ruhe kommen. Ja, erstmal Rhythmus finden. Und ihr merkt doch selber, dass der gute Mann komplett durcheinander ist. Hallo, der spielt zum zweiten Mal freiwillig jetzt Farming Simulator. War das erste Mal auch schon freiwillig? Das erste Mal war eigentlich nur ein Test. Das war ja kein Spiel.
Dann springen wir ins offene Messer, mal gucken, was passiert. Ja. Ja. Guck ihn dir genau an, bei Lami kann man auch die Jahresringe sehen. Von Herbie. Ja. Irgendwas ist immer. Oh, armes Lami. Michael, ich hab doch gebeten. Nein. Ich hab doch einfach Nein gesagt. Ich hab doch. Oh, Mano. Opi, erinnerst du mich bitte nachher nach dem Stream, dass ich den rausnehme? Nö. Erhöh doch einfach die Bits. Sei doch so. Gelbe Karte? Oh Gott, das Teamstück? Oh, nein! Ach, da ja schon. Ja, klasse, deine Kamera taugt überhaupt nichts dafür. Der dafür Geräusche? Der macht halt Kniebeugen. Ja. So nennt das sich ist, das heutzutage. Das ist das Problem mit dieser Broadcast-Geschichte im Hintergrund. Weil der Stuhl wahrscheinlich im Fokus war gerade. Michael. Mumi sieht doch witzig aus. Dankeschön, Michael. Jetzt muss ich erstmal einen Schluck trinken. Jetzt muss er das noch so circa 5-6 Mal machen, dann ist das Spiel zu Ende. Der ist nicht aus. Du hast recht, Opi. Ich sollte vielleicht einfach den drinnen lassen und unten eine 0 dranhängen. Ja. Das ist die Pumpe immer gleich, alter Michael, aber trotzdem vielen lieben Dank für deine 1500 Pitties. Dankeschön, mein Lieber. Dankeschön. Danke, dass du an meine Gesundheit denkst. Auch wenn ich dich gerade ein bisschen hasse. Bisschen? Und wieder eine rauchen. Nee, gerade nicht. Michael, alle guten Dinge sind gerade durch die Luft. So, jetzt trinken und rauchen. Nein. Also dann 100 Quads für 1000. Das ist, glaube ich, ein bisschen falsch verstanden. Apfelsaft. Nein. Nein. Selbst wenn Lami da eine 0 dran hängt, das hält Michael doch nicht von ab, den Lami zu quälen. Da hast du recht mit, aber Lami kriegt mehr. Dann mache ich auch 20, ja? Ja, ne? Dann mache ich auch 20. Ich würde das ja auch machen, nur ich kann keine Kniebeugen machen. Das lässt mein Körper leider nicht mehr zu. Ich dich auch. Chat, wieso Chat? Haselnuss? Hä? Was für eine Haselnuss? Bist du angeschrien worden? Oh, tut mir leid. Hast du deinen Ton aus? Oh mein Gott. Hoppala. Ihr verrückten Mongos, ey. Ihr seid einfach verrückt. Michael. Also, Mafia Micha, erstmal moin. Danke dir für diesen blöden kleinen Scheißerchen da unten. Und Michael, danke, dass du den Chat geweckt hast. Und Frau Hesse, du bist schuld. Dankeschön. vielen lieben Dank für diesen Hype Train. Danke. Schwaggeradi, moin moin, hi. Hype Train läuft, ja, Gas geben. Zucker ist unterwegs. Okay, und dann danke nochmal für die Flashbang hinterher, Frau Hesse.
Jetzt tut mir die Ohren, hab gerade Headset auf wegen Fastmoor. Ah! Genau den richtigen Moment erwischt. Ich habe eben auch aus Versehen eine falsche Bahn oder so. Ich habe die irgendwie bin ich im Zickzack gefahren gerade. Gefühlt. Schlangenlinien. Dankeschön, Leute. Ja, du bist jetzt erstmal ausgeschaltet. Was? Ich bin doch gar nicht. Ja, wenn der Hype-Train muss voll gemacht werden. Also weiter. Ich sag doch, du bleibst am besten stehen. Danke für 100 Bitties. Vielen Dank. Ich versuche gerade eine Bahn zu fahren. Also, boah, irgendwie gerade. Trucker-Arti, wie geht's dir? Okay. Ja, ich soll doch stehen bleiben, sagt Frau Hesse. Dankeschön. Ach Gott, was habe ich mir eigentlich angetan mit diesem Ond? Ja, ne? Also, ab und zu frage ich mich, guck mal, ich krieg das Fahrzeug gerade gar nicht unter Kontrolle hier. Ab und zu fragt man sich hier wirklich so, was macht... Alter, war der laut. Jetzt sieht er es mal wieder nicht. Gut und selbst. Ja, danke der Nachfrage, Trucker Adi. Mir läuft sehr zwei gut. Abgeschlossen. Michael, danke dir nochmal für 100 Pidis. Stufe 2 habt ihr geschafft. Nice. Dankeschön. Weitermachen. So, weitermachen. Ja, ich bin dabei. Nicht du. Den Hype Train weiter voll machen. Hype bei 3, bei 0%. Ja, ist kaputt. Ist kaputt. Müssen wir auf Stufe 30 bringen. Das wäre eine Hausnummer. Oh nee. Das könnte ich gar nicht vertragen. Auf zu flennen. Ja. Anja? Ja. Klappe. Bitte. So. Du hast den Controller auch da drin? Ne, den hab ich nicht genommen. Da sind komische Sachen drin. Von einigen weiß ich gar nicht, dass sie da sind. Das waren meine Ohren. Ja, war eben ein bisschen laut, ne? Ich habe ein bisschen runtergedreht. Frau Hesse, vielen Dank für weitere 100 Bitties. Dankeschön. Vielen Dank. Oh Gott, jetzt bin ich auch falsch rumgefahren, ne? Ich musste anders rumfahren. Die Katze ist hier immer noch drin. Miau. Die Katze ist hier immer noch drin. Die gibt es noch hier. Dankeschön, Preuße, für weitere 200. Vielen lieben Dank. Also über den Blitz sollten wir uns nochmal drüber unterhalten, oder? Also der Blitz. Ich weiß ja nicht. Oh, YouTube hat einen Follower da. Nee. Doch, hat abonniert. Danke für dein Abo. Und Strom. Herzlich willkommen im Altenheim, Abteilung Rollator Audis. Dankeschön, Michael, für deine 3,5 Bitties. Dankeschön. Und dir auch einen schönen Abend gewünscht. Euch. Und frohes neues Jahr. Ein neuer YouTube-Abo nennt. Ein neuer YouTube? Mhm. YouTube! Kommt der Thorsten da klar oder müssen wir ihn anschubsen? Ich weiß nicht. Lass ihn doch machen, wie er machen möchte. Ich werde erstmal eine basteln. Erstmal eine basteln. Ich habe sowieso den Lummi vor mir und der Hype Train läuft. Ja, wird er sowieso da stehen bleiben? Nö, nee, das glaube ich nicht. Da glaube ich auch für dich mit. So, warte mal, den müssen wir die Taste drücken? Die wollen das ja wohl nicht bei 2 belassen, oder?
Doch. Dann setzen wir den runter, dann machen wir die ganze Geschichte an und Abfahrt! Oh. Da leckt es. Ja, ich hab gehakt. Schiffler, danke dir für den Follow es, und herzlich es, willkommen. Ey, es ist schon bald Weihnachten. Frohes neues Jahr ist vorbei. Ich habe den guten Menschen aber noch nicht vorher gesprochen, also wünsche ich dem auch ein frohes neues Jahr. Weihnachten ist trotzdem früher. Prost zusammen von Holger. Oh, Wassermarsch, hier ist ja hervorragend. Können wir direkt den Wassermarsch noch machen? Prost. Nö, sagt er. Dann stell dich doch nach hinten. Dass du sie mal alle nach hinten schickst. Ja, natürlich. Da gibt's den besten Stuff. Ja, klar. Da gibt es was zu futtern, da gibt es Liegen zum Hinlegen, alles. Ein Pool. Kaffee-Vollautomat. Mhm. Genau, ist früher. Ja, meine lieben Zuschauer, bald ist wieder Weihnachten. Seht zu, dass ihr eure Geschenke kriegt. Danke für den Support. Prost! Vielen lieben Dank. Die Geschenke rechtzeitig besorgen. Prost! Du hast ein Level 2 Hype Train Emote erhalten. Teilen, teile dieses. Was ist das? Es ist ein Schneemann. Tut, tut. Tut, tut. Aha, ein Tut, tut. Die wollen die Presse nicht. Herbie, hier hinten hast du alles. Ah, er fährt weiter. Na, Lami, Wassermarsch. Da wird angehalten und getrunken. Ich trinke auch währenddessen. Ja, während der Fahrt kann man auch trinken. Stimmt, ist ja dein Trecker jetzt. Ja, der Staub weiß wird hier langsam. Mein schöner neuer Trecker. Mimimi. Oh, der war mal so schön. Er hat gestrahlt, hat er. Oh Gott. Also alles. Ich habe keine Ahnung, was du damit sagen willst, aber das macht nichts. Einmal alles zu mitnehmen? Mm. Perlim, Perlim. Der Holger hat bei dir einen Follower gemacht. Das ist der Holgi? Mhm. Ah, das musst du auch dazu sagen. Der Holgi ist das. Oh ja, da hat Rufi recht, aber leider habe ich Pech, da ich 2 Tage vor Silvester Geburtstag habe. Die arme ja, Nase. Wie die arme Nase. Ja, dann herzlichen Glückwunsch nachträglich, ja? Da kriegst du ja 2 Tage vorher dicke Geschenke und dann zu Weihnachten nochmal. Ja, ja, wenn der Trecker hat einen Verschleiß gehabt, wo du das erste Mal eingestiegen bist. Oh wow, von wem? Vom Herbie. Ah, oh ja, das hätte ich mir nicht auch denken können, ne? Ja, es ist halt ein Herbie, ne? Ja, map, map. Die Pfeife da. Trillerpfeife? Oder ohne Triller? Oh, die Antwort dauert lange. Hm. Ah. Danke, Obi. Ja, Obi. Da, da, da. So, aber hier, Trucker, die, was hier? Die arme Nase, was ist mit der armen Nase? Ach so, oh. Ja, alles klar, ich glaube, der Groschen ist gefallen, aber sehr, sehr eindeutig in Pfennigen. Okay. Es ist nicht das, wo es nach es aussieht. Definitiv nicht. Es hat nur die Farbe. Ja. Einfach nur die Farbe, genau. Warte, Lobby. Können wir es schaffen? Ja, wir schaffen das. Okay. Und wann hast du morgen Frühschicht? Hä? Wer hat Frühschicht? Ja, wann du morgen früh deine Schicht anfangen musst. Ach so. Also,
Ich stehe morgen um 6.30 Uhr auf. Aha. Und werde das Haus um 7.30 Uhr verlassen. Und Aha. ich hoffe, dass ich morgen gut durchkommen werde. Weil morgen ist ja wieder Demo-Tag. Ja, ich meine nur, wir haben gleich 21 Uhr deswegen. Tatsächlich, war heute auch schon, heute bei uns in Schleswig-Holstein war das nur der Osten. Von daher war ich absolut gar nicht davon betroffen. Ein Arbeitskollege von mir, ja. Ich nicht. Ja, machen wir die 3 Stunden voll, mein Lieber, oder? Was ja, machen wir die 3 Stunden voll. Von mir aus können wir auch bis 22 machen, also da hätte ich auch nichts dagegen. Oh, der Drecker will nicht so, wie ich möchte. Ich habe Zeit genug, Schnucki. Ich auch. Das glaube ich dir nicht. Klar, ich könnte auch durchmachen. Bis zum 15. ist Streittag. Bis wann? Bis zum 15., sagt Herbie. Also ich habe gehört bis zum 12. Also eigentlich soll die Hauptstreittage Montag, Mittwoch und Freitag sein. Und es sind zwar noch Kleinigkeiten, kleinere Demos angemeldet, aber die nicht eben halt für das ganze Land betroffen sind. So wie heute bei uns nur eben halt der Osten. Ich auch, sagt Herbie. Und einfach mal abwarten, meine Güte. Ändern kann ich es eh nicht, ne? Nein. Soll ich dann so einen Trecker von der Straße schieben? Nein. Mit dem Opel Astra? Ich glaube, da habe ich verloren. Und kann noch länger dauern, sagt Herbie. Ja, natürlich. Es ist ja erstmal nur diese Woche angeplant. Mal gucken, ne? Wesentlich schlimmer wird das eigentlich, dass morgen auch wieder die Bahn streikt und dass mehr Leute mit den Fahrzeugen wieder unterwegs sein werden. Lami, merkst du, wie angenehm das ist, ein Gespräch zu führen, wenn man weiß, was die anderen so schreiben? Entschuldigung, bitte, was hast du gesagt? Ja, ist gut. Du mich auch. Trucker Adi schreibt gerade, die große Demo ist am 15. in Berlin. Ah, okay. Obwohl in Berlin war ja Montag schon mit. Boah, also ich habe ein Bild heute gesehen, da war ganz viel leer. Traktoren. Vom Brandenburger Tor. Yes. Ja, 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 ja. Haben sie beide Seiten. Schon beide Seiten dicht gemacht. Das sah schon beeindruckend aus, ne? Ja. Ja. Da ist ein Lami. Ja, ich versuche schon wegzukommen. Ich gebe schon Gas. Man nennt mich auch Speedy. Speedy Gonzales. Ich bin der Schnellste im Bett. Ja, schnell müde, ne? Ja, das auch. Und schnell fertig. Na klar. Ja, hey, von Hörbi. Jeder hat die gleiche Zeit, oder? Hä? Die Demo läuft die ganze Woche in Berlin? Okay. Michael, gelbe Karte? Warum? Für den Opi, ne? Die öffne ich auch. Was? Ja, was? Hat er mal wieder verdient. War wieder frech, kriegt gleich die gelbe Karte von Michael. Ich verstehe ja gelben Hoodie, aber nicht gelbe Karte. Gelb, oh, du und dein Gelb. Gelb ist Liebe. Gelb ist Liebe. Hä? Ich dachte, rot ist Liebe. Bei dir vielleicht, Anja. Das sind diese alten Leute, weißt du? Rote Lippen soll man küssen, denn zum Küssen sind die da. Oh Gott, stell bitte einer die Benji ab. Was? Nicht nur in Berlin, überall. Loslaufen, Notausschalter suchen. Gibt's keinen. Okay. Leider. Ja, so wie ich dann erzählt hatte, dass eben halt bei uns in Ostdeutschland immer so eine kleine Sternfahrt war. Wir mussten sparen, deswegen ist da kein Schalter drin. Vor mir fährt. Rumias nicht singt. No, 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 no. Da fehlt noch eins mit Yes, 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 Yes. Newt von Herbie. Danke, Herbie. Aber ich habe doch jetzt nicht wirklich gesungen.
War das jetzt weltbeste Stimme oder war das Weltuntergangsstimme? Das war die Aufheiterungsstimme. Ey, jetzt mal ohne Scheiß, singe ich wirklich so scheiße? Ja. Cool. Mach die Tür auf. Also ich hatte damals im Musikunterricht, ihr werdet es nicht glauben, eine 3. Ich war gut. Ja, damals. Damals gab auch noch einen Kaiser, ne? Ja, seit gestern nicht mehr. Ich meine zwar jetzt den anderen Kaiser, aber bist ja. Du? Nein, das war nicht der Kaiser. Ich, ne? 1. Ja, Nut. Ja, da wurde Loser. Was gesperrt. Nein, ich singe so gut. Nein, ich weiß, dass da was gesperrt wurde, aber ich habe Mods hier freigeben können, wenn sie wollen. War der Musiklehrer schwerhörig vielleicht? Mafia Micha. Nein. Gut, habe ich. Das war eine weibliche Dame und ich glaube, die war froh, dass ich wieder weg bin, weil hätte ich keine 3 bekommen, hätte ich den Leistungskurs gewählt. Weil die Mods können selber entscheiden, ob das was hast du genehm ist gegeben? Oder nicht. Die Freiheit von mir. Ja. Es ist genau das gleiche auch im Kunst passiert, ne? Ja, Kunst Opi. War ich so schlecht, ja. Da habe ich auch gesagt, ja, dann muss ich eben halt kurz Leistungskurs machen, damit ich eben halt dann. Ne, mit einer 3 brauchst du denn nicht weitermachen. Ist okay, nämlich. Boah. Ja, also ich bin künstlerisch sehr begabt und singen kann ich auch. Nicht. Mhm. Wie man es ständig hört. Wenn du schon dabei bist, dann mach das bitte so weit, erzähl Sachen auf, die du kannst. Gespräch beendet. Also ich kann gut den Anrufbeantworter machen. Es ist keiner da, tschüss. Altenheim, Ruhestand, guten Abend, hier Rolada Raudi ist von Torben. Torben dir auch einen schönen guten Abend gewünscht. Ich hoffe, dass dir auch gut geht. Auf Facebook. Hallo, Tom. Hallo, Kaffee von Michael. Ja, so eine gute Tasse Kaffee. Prost, Michael. Und dir auch einen schönen guten Abend gewünscht. Ich hoffe auch, dass es dir gut geht. Oh ja, das kenne ich jeden Morgen aufs Gleiche. Wer hat denn hier schon wieder so einen Haken hin reingemacht? So was aber auch. Ich nicht. Lami Discord von Michael. Wie Lami Discord? Steht bei mir nicht? Ja, aber bei Lami mir. Lami Discord Opi. Muss man immer nacharbeiten. Was soll ich denn da gucken? Und wo? Ja, und wo ist denn allgemein da oben? Ah, da. Immer das gleiche, ja. Für Lami. Also jetzt mal ganz ohne Scheiß. Unter uns beiden, Michael, ne? Mozzarella schmeckt nach gar nichts. Ja. Mozzarella kannst du weglassen. Mozzarella brauchst du Gewürze bis zum Abwinken, damit du ein bisschen Geschmack hier drauf kriegst. Aber der Salat ist lecker. Den habe ich auch schon gehabt. Das ist ja von Edeka. Aber ich bin kein Edekaner mehr. Und war da noch Knäckebrot auf dem Bild? Oh, was? Ich darf auch mal ein bisschen daneben fahren. Alles gut, Lehrling. Wer ist denn der Lehrling? Hm? Ja, du anscheinend gerade. Der Lami wird immer der Lehrling bleiben. Für die Untersuchung ist Mozzi gut beim Doc und ja. Okay. Der Hofmanager darf das.
Oh, Feuer. Der Hofmanager hat mit gutem Beispiel voranzugehen. Ja, macht er doch. Er macht nur, er versucht nur die das ein bisschen zu kaschieren, was der Lamy die ganze Zeit macht. Aha. Was? Ich stehe dazu. Ach so. Der ist heute zum Kontern nicht zu gebrauchen, ne? Ne, nicht so wirklich. Was denn? Ich bin hier, also. Ich krieg Pipi in den Augen, weil da möge steht keine 88 Millionen mehr, da steht nur noch 86 Millionen. Was für ein Pleitegeierbetrieb bin ich ja nicht eingefallen. Möge die Gülle mit dir sein, namens. Ja, aber dir auch einen wunderschönen guten Abend gewünscht. Ich hoffe, dass dir auch gut geht. Oh, grüß dich. Seine Tastatur ist kaputt. Die Gülle RAF. Gülli, 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 Fass. Fahr ich dann zum Lamy hin, mach ihn dann mit Gülli nass. Gülli, Fass. Sag Bescheid, dann zieh ich auch den Bohrrad an, dann kann ich endlich wieder einen Badetag machen. Jaha! Moin, Java vom Bumi. Jetzt Igitt wegen der Gülle oder Igitt wegen der Rami, 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 du bist jetzt mal still, ne? Adonis, hallo. Ah, oh, ja. Borat. Hast du vergessen, ne? Danke. Und Anja, Klappe. Adonis. So, ihr Lieben, ich werde mich mal rumdrehen. Wünsche euch noch einen schönen Abend von Frau Hesse. Ja, vielen lieben Dank. Dir auch einen schönen Abend gewünscht. Schlafen Sie gut. Rami, die Ecke, der hättest auch noch mal... Gute Nacht. Tobias, pst. Hör auf, mich zu verpetzen. Gib mir schon Mühe. Och, na? Frau Hesse. Ja, wenn ich von einer gewissen Müdigkeit absehe, geht es soweit. Ist ja schön. Moin, Brumi von Java. Hallo, Käse. Keiner macht Lamy Adonis kaputt. Oh, Adonis. Michael. Bitte, was? Wen? Ja, der kam bestimmt von Michael. Ja. Hasi. Ja, der sorgt auch dafür, dass ich im Sportrhythmus bleibe. Mhm. Ja, weiß Bescheid. Und das Geile ist, ne, jedes Mal macht er die auch mit. Weiß, tut er? Ja, das? Bestimmt, ja, ja. Mhm. Ja, klar. Macht jeder vom Monitor mit. Ja. Boom, 10 Stück, ja, alle. Und jetzt 1 und 2. Und das machen alle immer mit. 1 und 2. Mhm. 1 und 2, kann ich auch gut. Ja. Kannst du auch schon bis 3 zählen, Anja? 1, 2, 4. Du hörst dich an. Du hörst dich an wie so ein alter Bauarbeiter. Du hörst dich an, als ob du auf der Toilette sitzt und kräftig drückst. Das können Bauarbeiter auch gut. Ja. Mit Sicherheitshelm und Ziegel auf der Schnauze. Hase war zur Tatzeit indisponiert. Was? Hä? Didi, didi, didi. So viele Fremdwörter, ey. Ja. Also er war zur Tatzeit, er konnte gerade nicht, weil er lachen musste, weil er essen musste, trinken oder einfach nur auf dem Balkon gestanden hat. Das könnte dann sehr hart sein, das Ergebnis. Hart ist immer gut. Ja, aber besser als harte Käse. Boah. Ansichtssache, viele stehen ja drauf auf dem Stinkekram. Ich stinke nicht. Ich stinke auch nicht drauf. Du stinkst nicht auf dem Stehkäse. Nein. Das Ergebnis war normal. Das will keiner wissen. Zusammensetzung mit Farbe, bitte. Ich habe gerade Fragezeichen, Maike. Konsistenz? Farbe? Es hat ein bisschen nach Waldbeeren gerochen. Okay. Habe ich nur gehört. Ich
Geh nach Hause. Nicht zu hart und nicht zu flüssig. Achso, ja, alles klar. Okay. Normal. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt und mir gedacht, ja, wir haben noch 25 Minuten. Klappt. Alles klar, alles klar. Kriegen wir hin. Bild folgt im Discord. Nein! Bitte nicht. Ich freue mich. Aber nicht bei uns im Discord. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich mache auch eine extra Kategorie dafür. Eure Scheißhaufen oder was? Wer hat den größten Haufen oder so, nennen wir die Kategorie. Alles klar. Nein, 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 nein. Nein. Was heißt denn nein, 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 nein? Nein. Einfach nur nein. Aber ist trotzdem lecker. Oh! Du bist jetzt selber schuld. Ich kann da nichts für. Oh, den kleinen Streifen nimmst du, ja? Ja, ja, ich nehme ihn mit. Ah, wie geil. Oh, hoppala. Den kleinen Streifen. Hilfe. Mami. Hab nichts gemacht. Wie immer. Warum bist du jetzt da? Zwei Girls, one Cup. Also ernsthaft, Mumi. Eieieiei. Ja, bitte, Michael. Lass uns was von anderem reden. Wie war euer Tag? Tja, ich hatte einen Lami. Nee, nee, Moment mal, du hast bestimmt heute Morgen schon gestreamt und was gab's denn heute Morgen bei dir? Dyson Fair? Ja. Ja, bist süchtig danach geworden, ne? Nö, eigentlich nicht, sonst würde ich ja jetzt hier nicht spielen. Obi der Lami, ja, Krischi, ich kann da nichts für. Ab und zu kann man. Es gibt keinen Ausschalter. Ich dachte, geht ein Dressing für Salat. Wenn das flüssig ist, dann hast du Spritzgebäck. Ich dachte, das heißt Spritzputz. Kann man sich ja die Farbe aussuchen beim Spritzputz? Ja. Kommt auf die Verdünnung an. Kann der Farbe noch irgendwas Pink. Ich geht. Pink. Thorsten. Dann so ein schönes Gelb geht doch immer, oder? Dann kommt drauf an, wie viel Lack du vorher gesoffen hast. Es war kalt und haben wohl einen Schaden von knapp 6.000 auf der Arbeit. Ist was bei euch kaputt gefroren? Ja, Eis ist tödlich. Weißt du, ich habe heute Morgen rumgejammert, weil ich bei minus 7 Grad Auto kratzen musste. Mimimi. Die Fingerchen waren kalt. Oh. Ja, danke. Danke für euer nicht ernst gemeintes Lami, da gibt's Handschuhe, dann werden die Finger nicht kalt. Es gibt keine Handschuhe, die bei mir warme Finger machen. Also gefühlt sind alle Handschuhe, trotzdem, wenn du sie anhast, ist es kalt. Da hast du definitiv die falschen Handschuhe. Definitiv. Außerdem gibt es jetzt schon Handschuhe mit Heizung. Ja, kann ich die über eine App steuern? Über ein was? Die kaputt gefroren ist, nicht nur unser alles nicht beheizt. Ja, Lami. Ich der Schaden, Bumias. Nee, ich kenne nur Handschuhe, die haben einen Knopf, da kannst du 3 Stufen wählen. Okay. Oder eine Weste, die du anziehen kannst, die ist auch beheizbar.
6 Stunden lang auf Stufe 3. Das Geile ist, Michael, ich habe hier auch ein Carport. Da steht das Privatauto drin. Ne? Der Firmenwagen steht an der Straße. Ich habe nur einen Carport-Stellplatz. Oh. Wir haben gar keinen Carport-Stellplatz. Muss ich morgen wieder früh an? Wir haben eine Garage. Das bin ich nicht. Eine Garage ist auch nicht immer vom Vorteil. Das ist ja gar nicht die Sonne. Ja. Aber ich habe eine. Einen. Von Herbie. Wow, meep. Hallo, Nami. Hallo. 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 Wow. Naja, Speedy Gonzales. Der hat wieder nicht nach vorne geguckt. Wer? Thorsten. Warum? Hättest du gesehen, dass ich auf dich zufahre? Jetzt nicht mehr. Ich habe mir gedacht, das macht Thorsten, das kleine Stück, das macht er da schnell fertig. Ja, ich hätte. Der war nur gerade in dieser Richtung. Ja, habe ich mir gedacht, bretter mal durch, dann kann er auch durchfahren. Jetzt bastel ich mir eine. Tja. Ich habe dich nicht gesehen. Ja, weil du nicht nach vorne guckst. Völlig konzentriert wie der Lami. Nein, der fährt in Draufsicht. Von oben? Mhm. Oh Gott, wie geht das denn? Wie kann man so arbeiten? Ja, nicht gut. Nee. Hallo, Thorsten. Hallo, jetzt stehe ich neben dir und im Stream komme ich jetzt erst vorbei. Ja, das macht doch nichts. Deswegen sehe ich dich nicht gleich. Habe ich dich nicht gesehen. Du siehst mich doch live vor dir. Du spielst doch das Spiel. Wenn du nach vorne guckst, siehst du mich doch. Opi, das ist ein Thorsten. Was hat das mit dem Stream zu tun, du Ei? Aber ist doch gut, ist doch weggemacht. Also hat sich beim Hydraulik-Zylinder alles verzogen, weil es zu kalt geworden ist. Von oben, wie du gesagt hast. Und dann sehe ich Scheiße. Nein, dann siehst du mich nicht. Und das Zauberspray-Mafia, Michael, stimmt. Du hast einen Schnuggi, gib Gas. Habe ich auch im Auto, aber nicht in dem. Jetzt, wo du es gerade erwähnst. Soll ja nur noch morgen Nacht sein, ne? Wer weiß. Bei uns soll die ganze nächste Woche kalt bleiben. Nächste Woche soll schneien, angeblich. Nee, also bei uns soll morgen tatsächlich schon wärmer werden. Und mit Schnee und Regen alles so in einem die nächsten beiden Tage, oder? War das übermorgen? Bei uns ist die nächsten Tage kalt und sonnig und dann die nächste Woche soll mit Schnee und so Regen und Mist und kalt und. Ich wäre jetzt bereit für Frühling. Ja. Dauert aber noch. Da aber kannst du gut für an. Schön lecker Spargel essen. Wirklich Frühling wie früher und nicht direkt den Frühsommer an der Helle. Auch noch Sonderwünsche, die Frau. Oh, Rami ist Roboter. Was? Roboter. Mikro. Ich weiß nicht warum. Weiß ich auch nicht. Hast du noch ein Programm offen oder so? Das Einzige, was ich aufhabe, ist dein Stream, Lammys Stream und der Discord und dann eben halt das Spiel. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Lami ist schuld.
Was? Benjamin hat einen Follower dagelassen auf Facebook. Dankeschön für deinen Follower. Herzlich willkommen im Altenheim, Abteilung Rollator-Raudis. Hagel und Schnitzel und Kartoffeln. Schönen guten Abend gewünscht. Schinken. Oder auch noch ein Blumenkohl dazu. Lass mal aufhören, vom Essen zu reden. Also ich krieg dann schon wieder Hunger und dann muss ich gleich wieder was essen und so. Ja, ist der WLAN-Kabel bestimmt wieder defekt. Das ist bestimmt ein Knick drin. Ja, ja, aber da hast du vollkommen recht mit. Ich habe mich auch schon ganz, ganz oft an den WLAN gekabelt. Ich habe tatsächlich eine Kollegin, die hat damals ihre Tochter gefragt, sag mal, wo ist denn unser WLAN-Kabel? Es gibt Leute, die, wenn man es nicht weiß, die stellen solche Fragen. Ja, wenn man davon nichts weiß, dann stellt man die Fragen, klar. Umias, der Zylinder war durch allgemeine Abnutzung undicht, wollten den Simmering wechseln. Leider ist dabei das Gewinde Schrott geworden. Das mit der Kälte habe ich nur so erwähnt. Achso. Achtung Autofahrer, 2024 ist das Fahren von Automatikautos verboten. Es ist Schaltjahr. Aua. Der kam jetzt aber wirklich sehr flach, ne? Holger, oh ja. Holger, du weißt schon, dass der weh tut, ne? Oh, wow. Das tut ja so, aua. Der oh, wow. Macht, der ist schon richtig, ja, ja. Aber richtig, ja. Aber alle haben sie ein Grinsen im Gesicht. Ja. Es gibt nun mal auch Leute, die lieben das. Ja, Verzweiflung hast du dich gerade bereit bei mir. Ja. Mal wieder? Nicht nur bei dir. Ja. Onk ist bereit. Hat einen Raid gemacht mit 11 Zuschauern. Danke, danke, danke für deinen Raid. Ja. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Stream gehabt und euch geht's allen gut. Dankeschön. Und Servus vom Fernseher. Fernseher dir auch einen wunderschönen guten Abend gewünscht. Wie geht's euch von Benjamin? Benjamin, uns geht's gut. Ich hoffe dir auch. Servus vom Fernseher? Das hört sich so falsch an. Servus zusammen von Om. Onk? Onk? Ich weiß nicht, wie ich ihn anreden soll. OMG. OMG. Was heißt, oh was heißt denn OMG? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, oh mein Gott. Ja. Moin Raiders von Bumi. Flo passt auch. Dann schreibt doch Flo hin. Ja, ihr macht. Ja, ihr macht immer tolle Lives. Dankeschön. Danke, danke, danke. Macht jemanden Shoutout bitte? Herbie! Herbie, ja. Kannst du das bitte übernehmen? Ich bin gerade im Spiel. Und ich kann. Marlon, du geiles Stück DNA. Wie geht's erstmal dir? Erstmal auf Folgen drücken. Und einen Follower da lassen. Boah, ich rutsche den Berg runter hier. Ich brauche mal Schneeketten. Farming-Simulator haben sie gemacht. Farming-Simulator. Auf einmal spielt er wieder LS. Als ob ich das früher richtig gespielt habe, weißt du? Ich bin genötigt worden. Da ist der. Da ist der Link. Gut, und dir? Mir geht's sehr gut. Danke, ja, gibt's bei mir zu 90%. Ja, dir gut zu hören ist. Lami zu schwer. Ja, vielleicht, weil ich einfach viel zu viele Steine hinten drin habe. Ich glaube, das liegt weniger am Lami. Hast du gerade gesagt, Michael, ich bin fett? Ja. Moin an Marlon von Bumias. Hat oder, der gerade ja gesagt? Oder ein Seepferdchen. Oh, wow. Ja, aber nur die männlichen, gell?
Oh, wow. Was? Naja. Ich habe das beantwortet, was du gefragt hast. Hat der Michael gesagt, du bist fett? Da habe ich gesagt, ja. Ja. Hallo? Jetzt fühle ich mich dick. Du bist nicht dick. Warte eine halbe Stunde, bis ich um dich rumgelaufen bin. Stimmt mit dir nicht. Ja, aber diese halbe Stunde, das ist ja das Problem bei dir, weil du bist ja so schlecht zu Fuß. Ja, ich bin äußerst langsam, deswegen habe ich auch so im Namen. Hallo? Hallo, Thorsten. Danke, Opi. Ich hasse dich dafür. Danke, Michael. Ich hasse dich dafür. Oh, guck mal, so quält man Streamer. Nein. Armer Streamer. Hallo, Thorsten. Opi, Schneckentempo? Ja. Aber ich stehe dazu. Deswegen bin ich auch immer lieb zu meiner Frau, weil ich gar nicht wegrenne. Ich hasse dich. Welcher Idiot bei Unkart meinte ich auf die Idee, sowas könnte witzig sein? Ich versteh's nicht. Ich find's witzig. Ja, ich auch. Schneckentempo, ja. Oha, was? Oh. Dankeschön. Danke, Maike. Wenn Lami von der Glotze läuft, dann verpasst man alle drei Teile von Herr der Ringe. Ja. Bitte, was? Was war das gerade? Wenn Lami von der Glotze läuft, dann verpasst man alle drei Teile von Herr der Ringe. Mein Gott, was du eine Breite. Der war gar nicht schlecht, Mubi. Der war gut. Der war gut. Welche Herr der Ringe? Ganz ehrlich, ich versenke die Insel. Anja, der Hobbit? Die ersten drei. Die ersten drei. Also der witzig. Hobbit. Was? Was? Nein, Anja, die ersten drei, die rauskamen. Ach, die ersten drei Verfilmungen, die rauskamen. Die gefährt. Rückkehr des Königs und die zwei Türme oder so. Die normale Version oder die Extended Version? Ist doch vollkommen egal. Extended. Ich rutsche hier einfach gerade nur noch. Ist glatt auf dem Feld geworden. Bleib mal stehen, Thorsten. Ich glaube, wir haben den Lami verloren. Nein, die Straße ist nicht breit genug für mich. Wenn er noch langsamer ist, dann braucht man ein halbes Jahr. Wow. Krischi. Jetzt wird's aber langsam frech. Das war nicht. Das haben die Engländer schon versucht. Hä? Zerstören kann Alami. Hallo, bin noch da. Wollt ihr nicht mal weiterfahren? Lami Baum. Oh nein, ich sehe nichts. Komm sehen. Ja, toll, blau. Dankeschön. Michael. Er muss auch mitten auf der Straße stehen bleiben, ne? Natürlich, wenn man nichts mehr sieht, kann man nichts mehr weiterfahren. Oh, ist auch noch das lange Teil. Ja. Ah. Wo kein Schnee liegt, kann gerast werden von Herbie. Ja, sehe ich auch so. Wo müssen wir lang? Ja, ich hatte aber gerade Blausucht. Ich auch. Ja, ich hab auch eine blöde Klamotte, ne? Wenn dich einer anspricht, was machst du gerade? Ich hab blau. Blau, blüht der ja. Und wo der Lami liegt, kann man rüberfahren, oder wie ist das, Herbie? Was? Ey, was? Hast du Atemnot? Schnappatmung? Marlon, du kennst mich doch, oder? Ja. Das kommt, wenn man doch bei Rot rüber möchte. Ich bin einfach nur, die Kreuzung war einfach zu klein für den Lami. Ja. Heck schlägt aus, Wendekreis. Wenn ich rückwärts laufe, macht es auch immer piep, piep, piep. Ich versteh's nicht. Piep, piep. Reparieren? Deine weg und dann zum anderen Feld oder wo wollen wir hin? Es ist 21:28 Uhr.
Nur mal so zur Information. Ich kenne dich, wer bist du? Wir haben 2 Stunden und 55, wir haben noch 5 Minuten, wir fahren zum Reparieren. Okay. Müssen die Steine nicht auch noch weg? Das kann, die müssen sowieso, jein. Ich war gerade auf der falschen Map, ich wollte gerade sagen, mit dem Radlader eingeladen werden. Falsche Map. Ja. Wir können die ja zum Goldhunter bringen. Vielleicht kann er ja noch Gold rausholen. Können wir auch noch machen. Wir fahren jetzt eine wegbringen und dann fahren wir zu reparieren. Das schaffen wir nicht. Wir haben nur noch 5 Minuten, Schnucki. 4 Minuten. Ich habe den Thorsten verloren. Was? Den kann man verlieren? Ich glaube, der ist abgebogen. Ich habe keine Ahnung. Dann fahrt ja, darum. Ich fahr durch. Ich habe ihn verloren. Wir fahren reparieren. Der war plötzlich weg. Der war plötzlich weg. Der fährt die Steine abgeben. Lami, war das Eischild von Herbie? Einen schönen Abend, eine angenehme Nacht. Schlaft gut bis morgen von Herbie. Eis? Krieg ich endlich mal ein Eis? Rechts. Hallo, ich kenne mich hier schon aus. Ich weiß, dass Karl Otto hier da steht. Karl Otto? Ja. Warum nicht Karl Gustav? Weiß ich doch nicht, wie ihn du nennst. Mir egal, bei mir ist es Karl Otto. Hast du auf Tanken gedrückt? Natürlich. Muss ich das? Ja, natürlich. Ein Wassermarsch? Oh, den machen wir noch. Den mache ich mit. Ich weiß, dass der für mich ist. Ich muss die Flasche aufkriegen. Und Quarry, jaha. Damit haben wir einen schönen Stream gemacht, Lami. Ich kann nicht danken. Nee, du bist zu weit vorne. Ist der Schlauch wohl nicht lang genug? Jetzt kann ich danken. Danke. Ach, voll repariert ist er auch schon. Siehst du, sieht der LKW, wollte ich gerade so. Sieht man Tracker doch schon wieder nice aus. Bist du sicher, dass alle 3 Teile repariert sind? Und lackiert? Mein Trecker sieht wieder schick aus. Schick aussehen ist nicht gesagt, dass... Er hat nicht nachgeguckt. Der Lami hat nicht nachgeguckt. Der Lami will einfach sein Fahrgefährt da so hinstellen. Repariert. So. Wo ist denn... Welcher ist denn meiner? Ja, ich sitz meinen mal wieder zurück, sonst gibt es ja nie was hier. Geh da weg, du dickes Ding. Du dickes Ding. Wieso du sollst dich auch reparieren nicht drücken. Hast du doch noch alle? Da bezahlen wir Geld für. Ist nicht meins. Achso, warte mal. Doch, ist auch meins. Ich arbeite ja auch hier. Wie bist denn du für einer? Wir zahlen pro Monat 10.000 für das Teil. Und du drückst auf reparieren, du Ei. Unfähiges Lami-Ding. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter diesem Lami. Ja, aber das wussten wir doch vorher alle, oder? Was? Dass wir Anschluss ist. Ja. Dass bei dir keine Steckdose passt, da hast du das wohl recht mit. Steckdose wer? Du stehst zu weit vorne, der wird nicht repariert. Wow, hab ich mich erschreckt. Oh. Also weil das Metallding nicht hinten drin ist. Alles. Hier. Naja. Also ernsthaft, ihr zahlt dafür 10.000 im Monat, weißt du? Und dann kriegen wir nur so eine kleine Scheißpizze, wo der das repariert. Was für einen billigen Scheiß habt ihr ja nicht gekauft? Wow. Michael. Mann. Dankeschön. So. Läuft. Wohin? Weit weg von dir, Anja. Gut. Aua, 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 aua. Ich krieg gleich... Hoppa! Gleich was aufs Maul. Ach, Pommes. Achso, das auch. Ich hab dich gerecht. Oh, du wurdest gerecht, Lami. Danke, Hasi. Danke fürs Rechnen. Kannst du den ganzen Tag weitermachen.
Er macht es weiter. Dankeschön. Oh Mann. So. Mach die Augen zu. Perfekt. Dann fahr ich okay. Ja gegen die Zäune. Wo ist der Unterschied zu sonst? Blöd, Mann. Okay, danke. Oh, wow. Dankeschön. Alter, der ist viel zu schnell für mich eigentlich, ne? Der... Didi, didi, didi. No, 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 no. Ah, die packen wir hier. Ich pack den da mal ab, wenn ich wieder was sehen könnte. Ah, ich sehe nix. Danke, Michael. Ich sehe blau. Aber Lami hat auch nicht gesehen. So, Trecker aus. Ja. Abschalten. Haha. Dieses Grün ist schon gar nicht so uncool. Nee, wird, wird dann gar nicht so schlecht von, ne? The Green Hornet. Steht der zu weit hinten? Oh, ich sehe eine Stadt. Du musst ihn da richtig in die Parklücke einbuchten. Diese teure Reparaturwerkstatt hat nur dieses kleine Loch da. Überteuerter Scheiß. Ja, was war teuer. 30.000 hat das Ding gekostet. Ja, für so ein kleines Loch, ne? Ja, aber ist immer noch viel, 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 viel mehr Geldersparnis, als selber zu lackieren. Dann weißt du, was teuer ist, wenn er einmal für so eine einmal lackieren 60.000 zahlen muss. Wieso habe ich so eine Ballenpresse noch nie benutzt? Hier mit Rundballen anscheinend. Mit drei verschiedenen Farben. Und dann viel, viel mehr Farben, glaube ich. Die Farben kann man einstellen. Cool. Ja. Die Farben kann man einstellen. Weil wir noch keine Silageballen gemacht haben, Schnucki. Ich kann ja das Gras liegen lassen. Nein, der Thorsten möchte was anderes mit dem Gras machen. Opi, Brille putzen? Warum soll ich meine Brille putzen? Nur weil ich nichts sehe? Das könnte wohl daran liegen, dass ich gerade gemeißelt wurde. Und ich kann mal stehen bleiben, weil da ein Zug antanzt. Dankeschön. Muss Neues geholt werden? Haben einen LKW zu stehen. Der lädt das wieder auf. Ja, ein Lami. Ah. Hallo, Pi. Hallo, Lami. Oh, der Weihnachtsbaum kommt auch gerade. Oh, ich sehe nichts. Sag mal, wieso ist dein Trecker nicht die ganze Zeit sauber? Tust du eigentlich was? Ich hab den gerade gewaschen. Ich hab jetzt mit 53 in der 17-Zone 8 Euro bezahlt. Also, wenn du hier dieses hell leuchtende Teil siehst, der Lammschock. Was machst denn du da, Thorsten? Er poppt dich ein bisschen an. Ich kann nichts machen. Oh oh. Oh nein, Opi. Sieht blau. Hallo. 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 Komm runter. Ui. Frühsport machen. Eins. Achso, warte mal. Eins. Oh. Eins. Oh. Drei reicht. Angeber. Ich komme sogar nach ganz unten. Haha. Hui. So, Michael hat auch nochmal seine Punkte zum nächsten 12 auf. Vielen, vielen lieben Dank. Michael. Genau, schmeißt da eure Pauli-Punkte rein für den nächsten 12 Stunden zu ihm. Geht natürlich nur auf Twitch. Meine lieben Zuschauer, danke, danke, danke fürs Zuschauen, fürs fleißige Mitmachen, fürs Schreiben. Danke an die ganzen neuen Follower. Danke an die Subs und Gifted-Subspender. Danke für den Raid. Und ich wünsche euch eine angenehme Nachtruhe. Danke für die ganzen Bitspender, an die Bitspender. Es war ein sehr, sehr schöner Stream, Lami.
Hast du fein gemacht. Danke, danke gleichfalls. Ich wünsche euch auch einen wunderschönen Abend und vielen lieben Dank für den fetten Support und euch noch eine schöne Nacht gewünscht und auch an die Mitspieler. Vielen Dank, dass ihr mich mitgenommen habt und mir am besten was gezeigt habt. Bis die Tage. Bis tschüss. Die Tage und tschüss.